Dirk, der Coach ist bereit. Sehe ich, ist die dritte Legendentour. Ist ein bisschen was anderes jetzt mit anderen Teams. Heute ist es ein ganzer Cup mit Barcelona, FC Bayern und Sao Paulo. Wie ist deine Einschätzung jetzt vorher? Ja, umso schöner, wenn man mehrere gute Mannschaften dabei hat mit Sao Paulo, Barcelona, Bayern München, viele Ex-Nationalspieler, Titelträger, alles in ihrem Leben gewonnen. Wir sind auch dabei, haben, glaube ich, auch eine ganz gute Truppe und sind frohen Mutes. Und letzte Frage noch, ist ja immer so ein bisschen wie Klassenfahrt, so ein Wiedersehen immer. Vielleicht kannst du noch was zum ersten Tag gestern sagen, zur ganzen Reise wieder mit den alten Jungs. Ja, es ist immer eine riesige Freude, nach einem halben, dreiviertel Jahr sich wirklich wieder über den Weg zu laufen. Immer mal wieder ein neues Gesicht dabei, was man aber letztendlich auch aus alten Zeiten kennt. Man merkt, dass die Jungs sich aufeinander freuen, speziell jetzt hier in Brasilien. Die Brasilianer sind heiß, die wollen natürlich, wenn möglich, den Pokal hier lassen. Und wir werden alles dafür tun. So, Flo, wir sind auf dem Weg zum Legends Cup. Ist es so ein bisschen wie früher, wenn ihr zum Spiel gefahren seid mit den Jungs? Ja, kann man schon sagen. Ne? Mehr oder weniger gute Musik jetzt gerade schon. Kommen BVB-Lieder, kommen wir mit ein paar wilde Sachen hier aus der brasilianischen Ecke. Aber klar, Busfahrt hier, Kolonne zum Stadion, weckt nochmal so ein bisschen Gefühle. Seid ihr fit? Jetzt geht es gleich gegen Barcelona direkt. Geht also richtig zur Sache. Ja, also ich fühle mich ganz gut. Ich glaube, die anderen auch. Ich habe ja nur so ein Weltcup-Dinner relativ zeitig zurück gewesen. Und ich bin mal gespannt, wie die anderen drauf sind. Ne? Das ist ja immer so, kann man ja so schwer einschätzen. Ne? Da sind ein paar, die schon länger nicht mehr gespielt haben. Ein paar sehen auch relativ fit aus. Sind ja alle zusammen untergebracht gewesen mit den anderen Vereinen auch. Ich bin gespannt. Hast du das geil gemacht, oder? Ganz cool, ne? Ja? Das ist cool, oder? Ich hab ganz viel Spaß dran. Ja? Was du meinst, wie du ihn ein bisschen kalt, aber auch mal. Ein bisschen. Hat gelandet, oder? Ja. Die Leber von Santos, gell? Scheinbar. Wurde die auch gespielt? Nimm die mal mit. Das ist ein Kniss. Das ist mein Seichon. Halle. Thank you.
das. Am Ende haben wir noch den dritten Platz geholt. Doppelpack hast du geschnürt, quasi wie früher so ein bisschen. Ja, gut. Ich bin sehr zufrieden, weil ich hatte viele Jahre nicht gespielt mit Dortmund. Und dann, ich muss jetzt noch mehr spielen, weil meine Karriere ist nicht zu Ende. Aber ich bin sehr zufrieden, weil ich habe meine Karriere bevorben. Vielleicht kannst du noch was zum Spiel sagen gegen den FC Bayern. Ist es für den BVB ja immer etwas Besonderes zu gewinnen. Wie war es jetzt für euch, gegen die Bayern-Jungs zu gewinnen? Ja, wir mussten immer, wenn ich war in Deutschland, ich hatte immer das in meinem Kopf. Wir immer mit Bayern muss gewinnen. Du musst nicht verloren mit Bayern. Und ich habe gemacht Tore in Bayern, wenn ich war Junge in Dortmund. Dann heute nochmal und dann bin ich sehr zufrieden. Danke.